Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldritch zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee. Ja, hier haben wir die Zwergenfee als Charakter. Und ja, heute werden wir uns mal in die Inselprüfung wagen, hier im Plätscherhügel. Werden wir uns der ach so schweren Inselprüfung stellen, in der ich schon Pokémon Sonne sehr verzweifelt bin. Mal sehen, wie es heute wird, wie unser Team heute trainiert ist. Ja, bevor wir loslegen, bevor wir weitermachen, möchte ich noch vor dem Intro mal ganz kurz die Mary grüßen. Ja, die Mary aus meinem Discord-Server. Auch eine Moderatorin auf diesem Kanal und auch Moderatorin auf Discord. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der lieben Mary, die als meine Moderatorin natürlich hochgeschätzt in der Ehre des Kanals steht und ja, auch natürlich erwähnt werden muss, wenn sie am 15.12. Geburtstag hat. Und da muss natürlich auch in einem Pokémon Sonne, Quatsch, in einem Pokémon Ultramond-Part gratuliert werden, den sie sich übrigens gewünscht hat. Ich habe sie gefragt, was möchtest du denn, was ich für dich aufnehme, wo ich die grüße, was extra für dich spiele quasi. Wie sagte Pokémon Ultramond. Deshalb, Inselprüfung Pokémon Ultramond, auf geht's. Kurz im Pokémon Center vorbeischauen, ist das Pokémon Team geheilt? Ja, doppelt jetzt besser. Ja, immer das Team heilen, nicht aufheilen, einfach heilen. So, da ist das ganze Team hier. Oh, ja, bestimmt gerade was ersehen, ja, genau. Versprecher gibt es hier direkt schon. An erster Stelle im Part. Ein Pichu habe ich im Team. Ja, das habe ich mir mal in Mele Mele gefangen. Da bin ich mal durchs hohe Gras gewuselt. Habe ein bisschen Offscreen-Training betrieben, wie versprochen. Die Trainer sind ja hier besiegt. Könnt ihr sehen. Die waren vorher noch nicht besiegt. Auch die hier sind besiegt. Du bist auch besiegt. Alle Trainer hier auf dieser Route sind besiegt. Mein Team ist ein bisschen trainiert worden und ich habe einen Pikachu dazu gefangen. Quatsch, ein Pichu. Das Pichu entwickelt sich hoffentlich bald zu einem Pikachu und ja, vielleicht habe ich da einen kleinen Typenvorteil im Kampf jetzt hier. Pichu ist noch nicht sonderlich stark, aber mal sehen. Auf geht's, bevor wir hier noch Wurzeln schlagen. Plätscherhügel. So, der Plätscherhügel, ein Schild, auf dem Plätscherhügel steht. So, das sieht nach dem Tor zur Prüfung aus. Na dann. Kennen wir die schon? Ah ja, Tracy, die kennen wir. Natürlich kennen wir die. Hallo, mein Name ist Tracy. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Oder kennen wir die nicht? War das nicht die, die wir am Hafen getroffen haben? Oder irre ich mich da? Wie auch immer. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? Dann willst du sicher an meiner Prüfung teilnehmen. Aber bitte doch. Die Prüfung beginnt. Ja, eine Geburtstagsprüfung für Mary. Ja, alles klar. Dann erzähle ich dir schnell, wie meine Prüfung funktioniert. Das Ziel besteht darin, eine Reihe ganz bestimmter Pokémon. Ach, wozu die Geheimniskrämerei? Ich spreche von einer Reihe Lusardin, die du stromabwärts treiben sollst, um somit das Herrscher-Pokémon herbeizurufen. Aber bevor du jetzt den Badeanzug auspackst, habe ich ein Geschenk für dich. Lapras kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Nimmst du auf dem Rücken von Lapras Platz, kannst du dich übers Wasser fortbewegen. Das sollte dir dabei helfen, die Pokémon stromabwärts zu treiben. Also dann, folge mir bitte. Aber gerne. Mit meiner Pikachu-Kappe bin ich bestens ausgerüstet, bestens bereit. Für den Kampf kann es ja losgehen, kann die Prüfung starten. Pikachu und mein Pichu. Und werden den Wasser-Pokémon
sicherlich noch bereitstehen und stark gegen sie sein und kämpfen können. Da bist du ja endlich. Was heißt hier endlich? Ich bin gerannt hier. Also, hier nicht dringen hier. Das ist also ruhig. Entspann mal. Chill deine Basics. Wie war nochmal dein Name? Ach ja, Zwergenfee. Ein wirklich schöner Name. Und er passt so gut zu dir. Siehst du die beiden Wasserwirbel da drüben? Noch nicht. Aber jetzt sehe ich sie. Da du sie mir gezeigt hast. Ich vermute, dass sich hinter einem davon ein Lusardin verstecken könnte. Hinter dem anderen versteckt sich ein Carpador. Ganz bestimmt versteckt sich da ein Carpador. Das wette ich schon mal mit euch. Vielleicht lassen sich aber auch in beiden Wasserwirbeln Lusardin auffinden. Wer weiß. Darum hüpfst du nicht auf den Rücken von Labras und schaust einfach mal nach. Ich will ja schon, bloß du hältst mich auf hier mit deinem Gelaber, hier mit deinem ewigen Prüfungsrumgespinner hier. So meinen Strand hier ordentlich abgesucht. Oh, noch Trainer am Land. Oha, ja. Stimmt, da war was. Da war ja was. Das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du Pokémobil nutzen? Ja, möchte ich. Und los geht's. Was, keine Schwimmmusik? Das ist ja fast skandalös. Und Pokémon hat es doch immer eine Musik zu geben, die das Schwimmen untermalt. Lusardin. Ja, müssen wir die besiegen oder kommen wir einfach auf die Prüfung? Ist noch nicht vorbei. Du kannst jetzt nicht davonlaufen. Was soll Erich tun? Ja, das Pikachu habe ich Erich genannt. Ich grüße ihn raus an Erich. Auch der soll gegrüßt werden. Sein Pokémon ist hier vorhanden. Erich Pikachu. Das wird sich hoffentlich gleich zu einem Pikachu entwickeln. Level 11 ist es schon, das Pikachu. Das habe ich mit Level 2 gefangen. Das habe ich ordentlich trainiert. Donnerschock. Jo, das ist sehr effektiv. Und Lusardin. Sehr, sehr effektiv. Ja, sehr effektiv sieht anders aus. Aber effektiv. Ja, bleiben wir mal bei effektiv. Also, Erich hat ja recht, Level 12. Na dann. Für alle, die es nicht wissen, Erich ist auch ein Typ von meinem Server. Der ist auch auf Discord vertreten. Also, kleine Werbung für Discord. Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ich dran denke. Und ja, da könnt ihr mal vorbeischauen und mal ein bisschen schreiben und ein bisschen chatten und gegebenenfalls ein bisschen sprechen. Discord ist ja zum Schreiben und zum Sprechen da. Da habe ich einen eigenen Server. Da sind schon ein paar Leute. Na? Kann man ein bisschen kommunizieren. Das Lusardin ist mit seinen Artgenossen stromabwärts geflogen. Saubere Arbeit, Zwergenfee. Jetzt... Ja, lass jetzt nicht locker und verfolge die Lusardin weiter stromabwärts. Stromabwärts. Mach ich aber. Aber sowas von stromabwärts geht's. Ah, durch die Steine kann ich nicht durch. Hm, okay. Muss einen Umweg übers Land gehen. So. Der hat doch irgendwas gebinkt. Der Rotom-Pokédex, der hat doch Alarm geschlagen, oder? Dann habe ich mich da geirrt. So. Oha, wie sind die da hingekommen? Stand doch vorhin noch am anderen Ufer. Jetzt haben wir hier wieder zwei Sprudel-Dinger. Brauchst mir gar nicht zu erklären. Ich weiß, was los ist. Du willst mir wahrscheinlich nur dabei zuschauen. Bei einem ist ein Carpador drin, beim anderen halt eben nicht. Ich wette, hinter diesem wild blubbernden Wasserwirbel versteckt sich ein Pokémon. Bitte untersuche ihn und treibe das Pokémon, das ihn erzeugt, stromabwärts. Mache ich. Wollte doch ran dahin. Ab hinüber. Nicht hinüber, hinein. Oha, das ist aber kein Lusardin. Ein Aquana. Aquana oder wie auch immer. Der ist ein Pokémon, sondern als Teammitglied. Könnte man nach der Prüfung hier fangen. Ein Donnerschock. Obwohl, oha, Pikachu ist Donnerschock-mäßig. Wie soll ich den Satz beenden?
Jetzt habe ich mich fast mit. Pikachu ist Game Over, das meinte ich. Pikachu natürlich. Ah, ich habe mich schon an Pikachu gewöhnt. So ganz ist das noch nicht so, aber... Ich hoffe, dass das sehr bald passieren wird. Am besten schon in diesem Part. Im nächsten will ich einen Pikachu haben. Was? Zwei Aquas. Araqua. Okay, Araquas. Was bringt denn etwas gegen Araquas? Wie wär's mit Pflücker? Also ist man damit. Ja, kann man nutzen. Kann man einsetzen. So, das Haupt-Araqua ist besiegt worden. Also das eigentliche Araqua. Jetzt müssen wir nur noch das andere Araqua besiegen. Da fasst sich meine Zunge schon mal bei diesem Namen. So, volle Möhre. Zack. Ja, nice. Ja, da können wir öfters mal benutzen. So. Steve sollte man nicht unterschätzen. Der Steve, der ist ein gutes Teammitglied. So. Aber da ist ein Lusardi drin. Ja, was denn auch sonst? Haben wir uns einmal geirrt hier. Man kann ja nicht alles perfekt machen. Lusardi versus Steve. So. Pflücker auf das Lusardi. Zack. Ja, das geht aber schnell. Ich glaube, diese Attacke müssen wir uns aufheben für die Prüfung, für das Ende der Prüfung, für das Herrscher-Pokémon. Aber so unbedingt. Aber unbedingt mal. So, wo geht's anders? Da geht's anders. Das ist auch schon ein Trainer. Den werden wir nicht herausfordern. So. Ein Sackgasse. Aber es gibt ein TM. 57 Ladestrahl. Unter Umständen etwas für das liebe Pikachu. Quatsch, Pichu. Ah, verdammt. Schon wieder versprochen. Ja, ich will, dass es unbedingt ein Pikachu wird. Verdammt. Aber es ist leider erst nur ein Pichu. Es wird später wird es zu einem Pikachu. Zwergfee, schau mal da drüben. Sieht ganz so aus, als sei es dir gelungen, das Herrscher-Pokémon herbeizurufen. Lass die geballte Kraft in der Pokémon auf das Herrscher-Pokémon los und besiege es. Na, dann machen wir das mal. Besiegen wir das Herrscher-Pokémon. Hätte gern Pikachu. Pichu natürlich. Hä? Was will denn der hier? So, das Pikachu. Das Pichu aufgeladen. So, das Team ist wieder komplett einsatzbereit. Und auf geht's in den Kampf gegen das Herrscher-Pokémon, das Herrschertier. Und es fängt an zu regnen. Urplötzlich fängt es an zu regnen und zu gewittern hier. Und da sammeln sich alle Lusardins zusammen zu einem riesigen Schatten unter Wasser. Und da taucht es aus dem Boden heraus. Was? Ich wollte gerade sagen, ein Riesen-Lusardin. Was? Du, das war ein Pokémon Ultra... Quatsch, ein Pokémon Sonne, aber anders. Da hatten wir so ein Riesenfisch, so ein, kann sich noch jemand dran erinnern, diesen Riesenfisch. Was eine Überraschung. Hier scheint die Herrscher-Pokémon wohl anders zu sein. So, Donnerschock. Ich glaube zwar nicht dran, aber versuche es zumindest. Ja, den Versuch war es wert. Ja, Pikachu halt. War ja fast schon klar. Ich habe sehr ordentlichen Respekt vor diesem Herrscher-Pokémon. Weil, ja, also der Fisch aus Pokémon Sonne, ja, der hat mir fast schon physische Schmerzen bereitet. Aber da ja diese Attacke effektiv sein soll, Pflücker, wollen wir ja nochmal einsetzen. Vielleicht bringt es ja hier was. Oha, sagte hier. Oha, jetzt haben wir den Mitstreiter besiegt. Nein, nicht auf die falschen Leute hier einsetzen. Nein. Steve war recht Level 19. Soll man machen. Ich will diesen Kampf hier ein bisschen überstehen. Ich will vielleicht auch eine reelle Chance haben. Super Trank habe ich mit dabei. Steve, komm. Eieieiei, wie der hier zuschlagen kann. Dieser Spinnerich hier. Ich hoffe, Mary hat keine Spinnenphobie. Also, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, dass
Und der jetzt nicht so angreifen kann. Oha! Oh, Nicht zu verachten, diese Attacke. Aber auch nicht zu verachten, die Attacken von, ich kann nicht mehr sprechen, von Aranestro. Den will ich mal im Team haben. Hm. Der haut wahrscheinlich immer nicht ein. Reinhauter. Ja, Sprachprobleme hier. Im Pokémon. Aranestro. Mitstreiter. Oh, ein Maskeregen. Das ist neu. So, dann guck mal, was du anrichten kannst, Tuddy. Du bist ein Pflanzen-Pokémon, Pflanze gegen Wasser. Das könnte unter Umständen ein sehr guter Typenvorteil sein. Na komm, Käferbiss nicht einsetzen. Blattwerk, das will ich sehen. Oha! Da hat ja mein Flug-Pokémon hier mehr ausgerichtet. Da hätte ich mir aber jetzt mehr erwartet von einem Pflanzen-Pokémon. Oha. Aber hallo. Käferbiss. Oha, gleich ist im Hoodie geschehen. Rasierblatt. Komm, noch einmal. Ein bisschen hier. Oha, bei Maskering hat es fast nichts getan. Ach du Schande. Das war mein stärkstes Pokémon. Ich glaube, ich muss alles auf das Steve setzen. Steve hieß es. Ja. Hat gute Möglichkeiten zu bestehen im Kampf, aber ich glaube, ich würde dann doch lieber auf das liebe, insofern ich noch ein Beleber habe. Ja, Beleber habe ich hier. Nice. Das ist gut. Auf das liebe Steve setzen würde ich gerne. Beleber. So, Käferbiss. Ja, das habe ich schon fast erwartet. Das war klar, dass Izzy da nicht viel aushält. So, jetzt haben wir nur noch Mauzi und Steve. Steve ist zur Hälfte geheilt. Eieieiei. Au. Wie gesagt, ich habe schon sowas erwartet. Ich habe nicht weniger erwartet von diesem Kampf. Als dass er mich komplett flasht und umhaut. Steve wurde aufgefrischt, das ist gut. Blutsauger. Ich habe richtig dolle Angst jetzt hier. Weil jetzt ist nur noch Steve da. Ach du, nein, nicht doch, das ist unfair, komm. Hat er sich jetzt selbst geheilt durch Blutsauger? Nein, komm, ich hätte jetzt noch eine reelle Chance gehabt, wenn er sich nicht geheilt hätte. Nein, wieso? Nein, das ist asozial. Nein, akzeptiere ich nicht, nein. Geht so nicht. Nicht mit mir. Nein. Spielverderber hier. Bin paralysiert. Natürlich nicht paralysiert jetzt hier im Kampf. Ist klar. Alles klar. Nee. Da müssen wir wohl noch massiv trainieren. Ich kann hier noch einen Supertrank spenden, abonnieren an das Steve. Aber. Hallo! Es ist paralysiert hier. Und das Herrscherpunkt haut ordentlich rinne. Und kann sich auch scheinbar selbst heilen. Solche Pokémon liebe ich ja. Das ist. Solche Pokémon, die finde ich ja super spitze. Da kriege ich hier immer die Kratzer. Das ist. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll hier. Mitstreiter Pokémon besiegt mich schon komplett. Und Steve ist besiegt. Da war es wieder mal um das Team geschehen. Gerät in Panik und verliert ein paar Pokémon Dollar. Na gut. Ist akzeptiert in dieser Version, weil ich Mädchen spiele. Wenn ich einen jungen Charakter spiele, dann protestiere ich immer aufs Härteste darauf. Dann dagegen. Na gut, ist ja nicht gesagt, dass auch Mädchen ein bisschen. Aber versteht da, was ich meine. Ich habe noch nie einen Junge gesehen, der in Ohnmacht gefallen ist.
vielleicht ist das schon mal passiert, aber in der Regel haben Wikinger rote Bärte, ja. Ich weiß. Ja. Den müssen wir wohl noch ein bisschen trainieren. Aber ich habe da noch so ein kleines Ass im Ärmel. Da gab es doch irgendwo was. Wo gab es denn das? Hier, du. Hast du was für mich? Einen schönen guten Tag. Du musst Zwergenfee sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Ich habe hier ein Pokémon für dich. Willst du es annehmen? Gib her. 6-7-Lied. Wuffel ist erhalten. Und das ist kein normales Wuffel. Das ist ein durch den Geheimgeschehen erhaltenes Wuffels, das sich später zu einem düsteren Wuffel verwandeln wird. Das ist halt so ein Special, was man von Nintendo zugeschickt kriegt. Sich mal das, ja, Geheimgeschehen heißt das, Geheimgeschehen aktivieren und dann kriegt man ab und zu mal solche Sachen geschenkt. Ist weiblich ist. Mary wurde in ein Team aufgenommen. Und dann ist Mary jetzt auch zum Anlass des Tages auch mit ins Team gekommen. Wie lange sie es im Team aushalten wird. Mal sehen. Ich hoffe sehr lange. Ich hoffe, du nimmst unsere Dienste bald wieder in Anspruch. Ja. Aber ich hatte auch was geplant für diesen Part, was ich eigentlich auch noch sehen wollte. In diesem Pokémon Center. Oder in einem Pokémon Center. Ich habe das DS, das 3DS gerade vor der Aufnahme noch umgestellt, dass der Geburtstag der 15.12. ist. Heute ist doch der 15.12., oder? Ja, oder? Ja, trainieren wir noch ein bisschen. Ach ja, was ich eigentlich sagen wollte hier. Am Geburtstag soll es nämlich eigentlich eine Geburtstags-Sound-Melodie im Pokémon Center geben. Es ist eigentlich so eingestellt, dass Pokémon ab Pokémon Y, glaube ich, ist das so, dass es zu den Geburtstagen immer im Pokémon Center Pokémon, Geburtstagsmelodien, ich bin heute auch sehr durcheinander, Geburtstagsmelodien gibt es, aber bisher geburtstagsmäßig wenig. Gezeigt mal im Spiel. Ja, ich werde es mal irgendwie. Ich zeige mal, ich werde mal einen Clip einspielen, wo das, wie das ausschaut. Da gibt es auch Sachen auf YouTube, wie man sich das angucken kann. Ja, es gibt auch Beispiele, wie das richtig klappt. So, hier haben wir alle besiegt auf der Route, auch ihn hier, den Spezialisten hier. Ach, wenn ich euch junge Hüpfer mit all euren Zuversicht sehe, dann kommt es mir vor, als würde mich die Sonne Aurora selbst anlachen. Das allein ist für mich Grund genug, Jahr für Jahr als Prüfungshelfer anzutreten. Aha. Also, so ist hier noch ein Trainer. Ja, du bist ein Trainer, da können wir auch mal ordentlich trainieren hier. Bei dir. Willst du mich trainieren? Sei gerüst, Mädchen auf Insel-Wanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Er kämpft mit seinem Kind. Er hat ein Pokémon als Kind. Zubiris. Er hat ein Zubiris als Kind? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen oder so.
Ja, da habe ich wirklich mal eine Frage. Entweder an die Tatsache, dass er der Vater von diesem Pokémon ist, oder an die Tatsache seiner geistigen Gesundheit. Wenn er tatsächlich davon ausgeht, dass das so stimmt, dass das sein Kind ist. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz dicht. So, Steve muss mal in den Kampf schreiten, muss mal einschreiten, muss mal in den Kampf springen, muss mal dort kämpfen. Pikachu kriegt das nicht ganz hin. Sorry, Pichu. Ja, Pikachu und Pichu, das ist heute irgendwie was. So, Sumire schützt sich selbst. Der Feigling. Der Feigling schützt sich selbst hier. Eine Attacke. Pflücker! Davon kannst du dich nicht mehr schützen. Ja, Pflücker ist eine gute Attacke. Die setze ich gerne ein. Pflücker nochmal. Ja, nice. Da haben wir dein Kind leider besiegt. Dein Kind. Anführungszeichen und Anführungszeichen oben. Satzzeichen mitgesprochen. Erich erreicht Level 13. Ränkenschmied. Was willst du denn mit Ränkenschmied, bitte? So. Kunze besiegt. Es wächst so schnell heran. Unglaublich. Nee. Die Telefonnummer von der nächsten Klapsmühle geben hier. Von der nächsten Psychiatrie. Die nächste Klapse. Wir müssen den alten Herrn hier einweisen. Das ist. Der geht ernsthaft davon aus, dass sein Kind ein Zubiris ist. Dem geht es nicht ganz gut. Oh, ein Mew! Unter einem Auto, unter einem Truck. Was? Kein Mew? Du bist kein Mew. Schade. Ein Pokémon-Kampf zu gewinnen, ist schon mal leichter als ein LKW zu reparieren. Aber wir haben es gefunden. Jetzt zu dem Mew unter dem Truck. Das findet man nie. Imperium aus Pokémon. Gelb, blau und rot. So ein kleines Mysterium, was nie bestätigt wurde. Dass es angeblich ein Mew unter einem Truck geben sollte. Gibt es aber nicht. Ich will nicht zu viel dazu erzählen. Das ist jetzt nicht das Thema hier in diesem Part. So, Steve! Ein Wuffels. Besiegen wir das Wuffels. Oha, ein Jonkliff. Quatsch. Ich dachte, es wäre ein Wuffels. Habe ich mich wohl geirrt. Der Trümmer soll effektiv sein. Sehr effektiv sogar. Oha! Ja, das kann man wohl effektiv werden. So. Ein paar Erfahrungspunkte für Erich. Lea erreicht Level 20. Maria erreicht Level 11. Oha! So, weiter kämpfen. Er hat noch ein Pokémon. Hätte man das aus. Ein Magnetino. Magnetino. Ja, aber unbedingt. Komm, zerpflücken wir das Magnetino. Das ist nicht ganz gelungen. Das Zerpflücken des Magnetinos. Vielleicht können wir es zertrümmern. Wenn wir nicht paralysiert sind. Sind wir aber. Vielleicht können wir trotzdem einsetzen. Magnetbombe. Oha. Diese Attacke habe ich in Pokémon Diamant, als ich das erstmal durchgespielt habe, lieben gelernt. Ist eine starke Attacke, wenn man den Magnetolo sehr gut trainiert. Dann kann das mega gut sein im Kampf. Oha! Steve besiegt. Nein! Steve! Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht für dich gedacht. So, dann hält den Schnabel. Zack. Maßlose Unterschätzung meiner Pokémon. Da schon wieder, dass sie überschätzt. Mist. Maßlose Unterschätzung des Gegners. Wahrscheinlich eher. Magnetbombe. Holla. So Schmauzer. Komm. Das sind nur noch wenige KP. Nice. Besiegt. Gemeinsam. Das ganze Team hat es geschafft. So, Erich erreicht Level 14. Gut. Mit Level 16 oder so müsste es sich doch mal bald entwickeln. 15, 16, so in dem Dreh. Ist das nicht so? Mozi entwickelt sich. Nanu, Lea entwickelt sich. Lea ist Maskottchen. Das Mozi-Maskottchen.
Eigentlich müsste ich die Entwicklung abbrechen, damit es halt wirklich ein Mauzi bleibt, aber ja, ein Mauzi kann sich auch entwickeln. Entwicklungen sind immer förderlich für das Pokémon. Dania wurde zu einem Snobbity Cat. Sieht zwar nicht mehr ganz so süß aus wie ein Mauzi, aber ja. So, die letzte Entwicklung von Mauzi. Snobbity Cat. Jo. Das heißt wohl Entwicklung abgeschlossen, wenn das hinten rot wird. Du willst noch eine Attacke lernen oder was? Sternschau. Oha, aber ja damit. Und schwupp. Lea hat Heuler vergessen und Sternschauer erlernt. Ja, da ist ja heute ordentlich was passiert. Rotom meldet sich wieder Wort zu Wort. Wie wäre es mit einem Anona-Fotoklub-Änderungsfoto? Gut, gesperrt. Er wird gehalten von Mogelbäumen. Murk! Murk! Das Kindchen. Die Mogelbäume sind von nicht geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Gib ein Tracy seine Kraft. Das Typ Wasser, es war wohl zu viel zu für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite. Wenn sie eine Frage umsetzt. Das möchte ich natürlich auch nur selten. Auch nur sehen. Ja, ich mache das dann, glaube ich, ein bisschen offscreen. Ich versuche mich an den Prüfungen 3-4 Mal und ich schneide euch dann das Endergebnis ein, also sozusagen quasi das Beste. Ergeben ist den Sieg über das Herrscher-Pokémon und dann geht's auch weiter, aber so lange wollen wir hier nicht verweilen. Ihr habt ja gesehen, wie es läuft und ja, ich will da nicht hier 4-5 Parts an dem Herrscher-Pokémon aufhalten, deshalb wird's das da kurz gemacht, der Prozess. Und wir starten hier Part auf an dieser Stelle, wo wir den Part angefangen haben. Ja, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video. Alles Gute nachträglich hier nochmal in diesem Video. Muss hier noch ein Ständchen singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Liebe Mary. Happy Birthday to you. Ja, das Center Pokémon, das Pokémon Center Dingens konnte ich leider nicht. Ja, also ich gucke nochmal nach. Im September werde ich dieses Spiel nicht mehr spielen, also kann ich das auch nicht zeigen. Na ja, mal sehen. Wie auch immer. Ist wirklich. Ciao, ciao. Jetzt.